Ja, wir sitzen hier im Stammhaus von uns in Bustertal. Und von hier hat eben vor 66 Jahren alles angefangen. Ja, gesamt haben wir 30 Hotels, wobei der Hauptschwerpunkt ist Südtirol, Italien, Österreich natürlich stark und Kroatien. Dann noch ein bisschen was umliegend, aber die drei Länder sind die Hauptländer für unser Unternehmen. Wir haben unterschiedliche Ausrichtungen, Familienhotels, so wie jetzt im Lido, wo wir ganz spezielle Angebote haben, aber auch von der Architektur oder Vereinteilung mit Kinderzimmer, Familienzimmer etc. Und dann haben wir eben die Adult Only, wo wir einfach nur Erwachsene haben. Und dann gibt es aber auch gemischte, so wie Schlosshotel Fellen oder Wagsteinhof und mehrere, die einfach dann saisonsbeginnt die Gäste haben. Wir haben lange gesucht. Uns war es wichtig, das richtige Tool zu finden. Haben uns viele angeschaut und sind dann auf Smart House gekommen und sind überzeugt, dass das absolut richtige Tool für uns ist und sind froh, dass wir das haben. Ich habe absolut der Marketingabteilung, so wie wir es überall tun, freie Hand gegeben, sucht verschiedene Tools aus. Sie haben sich dann Smart House entschieden. Es gibt natürlich mehrere Gründe, aber eines der Hauptgründe ist sicherlich, dass dieses gezielte Marketing einfach der große Unterschied ist, dass ja kein, was wir gesehen haben, ganz wenig oder fast keine machen. Dass man eben das gezielte Marketing, dass man viel weniger Streuverlust hat. Das beste Feedback ist, dass die Conversion um ein Vielfaches hochgegangen ist. Und wenn wir jetzt uns vergleichen wie vor Smart House, dann haben wir einfach um ein Vielfaches mehr von Anfragen, auch gleichzeitig dann in Buchungen. Und das ist ja entscheidend. Was waren die Vorteile? Also die Arbeitserleichterung für das ganze Reservierungsteam, für das Marketingteam etc. Dann, wenn wir Lücken haben, dann können wir schnell reagieren. Was ich auch gut finde, ist die Weiterentwicklung. Smart House hat sich in den letzten drei Jahren immer mehr entwickelt und man hat das auch dann wahrgenommen, indem wir die Conversion nochmal nach oben gebracht haben und die Zusammenarbeit kann ich also nur lobenswert finden und loben. Also es geht uns gut mit Smart House. Was aber für mich ganz wichtig ist, ist das spezifisch gezielte Marketing. Das ist einfach viel weiter wie alle anderen und das glaube ich, wissen wir alle. Marketing macht man 50% falsch und 50% richtig. Nur was sind die 50% falsch und die 50% richtig? Das ist es seit 1000 Jahren so, oder halt das Marketing gibt. Und hier können wir messen. Das ist der große Unterschied. Das war von uns auch am Anfang ein wichtiges Thema. Was gewinnen wir auch? Ich meine, es muss ja auch immer ein Mehrwert da sein, wenn man so ein Tool reintut. Und alleine auch der Arbeitsaufwand ist einfach auch in der Reservierungszentrale gleichzeitig Marketing einfach wesentlich verbessert worden. Ich höre es nur von unserem Team, dass einfach die Unterstützung vom Service-Team von Smart House exzellent ist. Das finde ich auch gut, dass unser Team mit dem Team von Smart House auch neue Überlegungen anstellt. Wir haben natürlich das tägliche Praxisgeschäft und unsere Leute geben auch den Smart House Leuten auch Überlegungen, wo man auch erleichtern kann. Und das wird auf ganz sehr guter Weise dann abgearbeitet, diskutiert, ob es Sinn macht oder nicht. Aber man hat da auch einen Vorteil, dass man mit dem Tool auch wächst. Mit der Größe des Hotels hat Smart House überhaupt nichts zu tun. Also wir nutzen das von 40 Zimmer, das mindestkleinste Haus von uns, bis 200. Na, ich glaube, es ist ja auch schön, als Außenstehender zu sehen, wie sich so ein Tool oder Software, wie sich die entwickelt hat. Weil Smart House vor 5 Jahren ist ein anderes Tool wie jetzt. Also wie sich das eben weiterentwickelt hat. Aber zuletzt leben wir auch vom Zahlen und wirtschaftlichen Erfolg. Und wenn du die Conversion Rate um ein Vielfaches nach oben bringst, das ist entscheidend. Na, ich empfehle es absolut weiter. Weil es sehr innovativ ist, stabil. Also wenn man heute Tools reintut, Software, dann ist das Wichtigste, dass das stabil ist. Und das ist in den letzten Jahren das gezeigt, dass das ein stabiles Produkt ist und gleichzeitig auch der Support, der exzellent ist. Ich kann es nur empfehlen.